Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Park, mal wieder live aus Berlin und ich habe meine Tochter mit dabei. Die Tittenhaus, Weinhaus. Weinhaus. Die Weinhaus und liebe Weinhaus, heute ist der 8. September. Der 8. September. 2018. Und heute ist endlich wieder Vollsomm. Genau, Vollsomm. Vollsomm, wer nicht weiß, was das ist, das ist ein, ich sag mal, Straßenfest im Fetischbereich. Das ist das Lederfestival pro Jahr. Und da gibt es unterschiedliche Veranstaltungen, zum Beispiel in der bundesdeutschen Hauptstadt. Oder auch eben so ein Street Fair, der ist Samstag und Sonntag immer, erinnert vom Aufbau Danke hier. Danke, Weinhaus, für deine interessante Information. Und das Vollsomm kommt eigentlich, glaube ich, aus San Francisco, oder, Weinhaus? Ja. Ja. Das ist Spuck auf der Linse. Nee. Weinhaus, du bist schon wieder anstrengend. Dann diese haben gelächelt und gewogen, da will ich nochmal zurück. Das sind Schwule. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute sehen wir ganz viele Schwule. Und Leder. Kalbsleder, Ziegenleder. Hast du eine Leckerlis dabei, Weinhaus? Arsch einfach. Passiert aber nichts. Gut trainiert. Oder taub. Ein guter Hund. Nee. Komm weiter. Wir haben noch keine Zeit. Den kannst du mal finden. Hallo. Der ist geil. Guten Tag. Der ist geil. Oh, ja. Ja. Weinhaus, wenn du noch einmal Happy Foursome sagst, dann raste ich aus und schaller dir links und rechts eine runter. Und bitte. Dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten mal, ist. Das ist der Bonner Store, der ist neu. Ist orange vielleicht? Nee, sieht aus wie von der BSA. Wir haben Kacke entdeckt. So, weiter geht's. Gibt's keinen Jeans-Fetisch mehr? Hast du dir die Haare geschnitten? Ja, das habe ich selber gemacht. Weißt du, was das ist? So gut aus. Nee. Das ist Salonqualität. Salonqualität, aber Hallöchen. Das ist die Fuggerstraße. Und hier ist immer das Vollsomm. Hi. Wer ist das? I don't know. So, guck mal jetzt hier. Und jetzt geht's los. Meine Güte. Guten Tag. Tittner. Oh, süßer Hund. Weinhaus, bist du da? Ja, da ist die Umkleidekabine. Wollen wir vielleicht unsere Titten abgeben? Wo ist die Umkleidekabine? Da. Ach so. Ach so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man kann nämlich sich hier auch umziehen. Das bedeutet, so Menschen, die so rumlaufen. Die wollen so nicht U-Bahn fahren, weil sie einfach am Sitz kleben bleiben. Und deshalb, was macht ihr da gerade? Wir fahren auch so U-Bahn. Süß. Aber habt ihr vorne und hinten öffnen, dass ihr gerade Kontakt habt? Habt ihr sexuellen Kontakt gerade? Manchmal machst du mich wahnsinnig. Ich möchte mich einfach nur beschweren über dich. Das macht mir unheimlich viel Freude. Gibt dir doch ständig genug Futter dafür. Du kannst doch auch mal aufhören zu maulen, wenn ich gerade nichts falsch mache. Aber Weiners, es ist doch deine Aufgabe, immer alles falsch zu machen. Du gehst mir voll auf die Hüfte. Oh, guck mal, das ist hier die Man Shop und Vivio. Die habe ich früher Pornos geklaut. Ja. Jessica Park. Ja. Servus. Hallo, servus. Warte mal, so. Ich lese immer deine Kolumne und das ist so geil. Die schreibe ich schon seit einem Jahr nicht mehr, die Kolumne, aber danke. Also, es ist immer furchtbar, dass David Kögler, der ist Filialleiter bei Aldi, bei meinen Eltern. Ja. Und die gehen immer nur bei Köglers einkaufen. Und meine Mutter weiß dann immer schon besser Bescheid, was ich am Wochenende vorhabe, als ich. Ja, das stimmt. Weinhaus. Komm, wir brüllen die Freunden ins Maul. Endlich meine Transe. Sind mir hier zu wenig Transvestiten, Gabi? Muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, das ist Gabi Tupper. Das ist natürlich toll. Ja. Einmal, dann ganz bestimmt, ziehe ich mir die Lippen nach und dann kommt natürlich die Parker irgendwie und stört mich. Das ist investigativer Journalismus, meine Liebe. Ja. Das kann auch keine so gut tun. Das stimmt. Dafür lieben wir dich auch. Und die Gabi Tupper ist Miss CSD 2018. Ja. Und du machst deinen Job sehr, sehr toll, wie ich finde. Du bist, möchte ich sagen, mit Abstand die beste Miss CSD seit 1000 Jahren. Wenn ich das so sagen. Ja. Sehr engagiert. Nehme ich sehr gerne an, aber ich finde es mit der Bewertung schwierig. Und ich hoffe, ich bin keine Person. Ich mache einfach meine Meinung. Ich mache einfach immer sehr, sehr viel Community und es liegt mir am Herzen. Und ich genieße es sehr, dass ich das jetzt ausleben kann. Ja. Und das merkt man. Du bist voll dabei. Ja. Wir gehen weiter, Gabi. Spaß? Es riecht nach Schweineleder. Da ist Pisse dran. Da ist Pisse am Pimmel? Nee, an der Hose. Das ist so eine Happy Fossil.
Hör auf damit! My puppy's name is Mitchell, he's from Oklahoma and he's got a huge penis. Du bist im Namen der Schwestern hier und sammelst fürs Kreuzhaus heute? Ganz genau, so ist es richtig ausgedrückt. Ein wunderschöner Satz auch draus gemacht. Und was ist mit deinem C passiert? Oh, die Weiners kennt aber auch jede dahergelaufene Nutte kennt die. Wo ist denn jetzt eigentlich der Klausi? Oh, hier gibt es Natursekt. Oh, da ist ja sogar noch was drin. Du meinst, es ist Pisse in der Dose? Weiß nicht genau. Ich glaube, erst... Riechen. Was, ist es wirklich Pisse? Das wäre toll. Pisse in Dosen wäre toll. Guck mal, da ist gerade Kaspar Chamäleon. Das ist ein Transvestit. Ah, und der Transvestit sieht heute wahnsinnig nuttig aus. Präsentier dich mal. Und mit Haaren auf und den Tisch. Und mit Haaren. Guck mal hier. Volles Fetischprogramm. Volles Fetischprogramm. Und damit man noch aufhält, heute ganz den Weiß, weil unter den Schwarzen ja, setzt er nicht auf. Aber das finde ich ja mit. Sehr clever von dir. Ja, Weinhaus, halt die Kamera. Disco, da kommt heute Abend. Ja. Ja. Weinhaus. Oh, zu Popkicker, die Disco würde nicht halt travestieren. Hallo, ob ich jetzt live? Nein, das ist eine ganz reguläre aber Kamera. Aber auf YouTube. Auf YouTube. Oh, ich du bist nicht ins Bild, bist du schüchtern. Jetzt stell dich mal ein bisschen an. Nein, das stört uns nicht. Siehst du sie? Danke. Ja, dann sehen wir uns heute Abend im Schmutz, ne? Ich wollte euch jetzt gerade zeigen, der Mann, der ist da als Pony verkleidet und da steht vorne drauf Ponyzei. Das finde ich total lustig. Aber jetzt müssen wir erstmal alle Fotos machen. Da, Ponyzei, da steht's. Ponyzei. Aber falsch geschrieben. Ne, genau richtig. Das, möchtest du einmal deine Hand wegnehmen? Ja, gerne. Ist falsch geschrieben. Aber Pony wird da mit Y geschrieben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Weinhaus hat jetzt was vor und ich bin dagegen, aber weil die Weinhaus viel scheißerer ist als ich, lasse ich das die Weinhaus machen. So, bitte. Unter dem Credo, wir tauschen Anfangsbuchstaben und Anfangssilben aus, habe ich mir gedacht, nicht Jurassica Parker, sondern Poressica, Jaka und Jaka. Po klingt ja so wie Po, deswegen sammeln wir jetzt Po's, nämlich Gesäße. Los geht's. Da ist der erste Po. Ein Herrenpo. Ein Herrenpo, da ist der zweite Po. Da ist der zweite Po. Hat der hat das Schwänzchen in seinem Po-Loch gehabt, ne? Ein Lochschwänzchen. Ein Lochschwänzchen. Das interessiert doch ja, keinen, wie der heißt. Wie schön bin ich? Sehr schön. Was für tolle Titten habe ich? Die geilsten. So ist es, Mäuse. Also, die Weinhaus quatscht immer noch. Oh, this is my Jewish friend, Angela. Oh, den kenne ich. Der wohnt mit Oschri zusammen. Okay. Weinhaus, why not? Bitte. Was denn? Können wir bitte mal was anderes jetzt machen? Weinhaus? Weinhaus? Kommst du bitte mal? Ja. Nackt. Du bist sehr nackt. Zeig mal deinen Hintern. Guck mal, nackter Arsch. Hey. Hier ist jetzt ganz viel Leder. Warte mal, ich zeige euch das mal. Hier, guck mal. Die sehen alle aus wie Polizisten. Oder so. Oder wie billige Stricher. Je nachdem, was man halt gerne möchte. Oh, jetzt kennt die schon wieder ein. Das kann doch nicht wahr sein. Der Fabian, der kommt aus Singapur. Also nicht ursprünglich. Aber der ist süß. Und der besucht uns heute. Ja. Was machst du in Singapur? Arbeiten. Die meisten Leute dort. Hallo. Hi. Fanboy der ersten Stunde. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Nee, wer bist du denn? Ich heiße Patrick. Hallo. Hi. Hi. Nein, Fanboy der ersten Stunde. Damals noch als Gina Tonic. Oh Gott, das ist aber schon sehr lange. Ich weiß. Wirklich? Ja, wirklich. Da musst du sehr alt sein schon. Dass du 29. Moment. Bist du aber nicht so alt? Nee. 10 Jahre jünger als ich. Verdammte Scheiße. Und? Wir kommen zu wichtigen Themen. Ich habe den Florian gefunden und Florian hat ein sehr großes Glied. Danke. Oh, kennt ihr einmal? Ja, sehr gerne. Ich habe ein großes Glied. Mach doch mal.
Alles versteckt. Alles versteckt? Da kann man es ein bisschen sehen. Da ist ein bisschen Glied zu sehen. Da ist ein bisschen Glied zu sehen. Da war ein bisschen Glied zu sehen. Florian. Wunderbar. Schön. Danke. Sehr gerne. Dann bleib mir treu. Salon Nonsens. Ja? Immer. Ach, schön. Freut mich sehr. Hast du einen Penis? Oh! Oh! Das war wirklich ein Penis. Zeig nochmal den Penis. Einmal. Tada! Penis! Klausi, wie gefällt es dir bislang? Ja. Weißt du, was du mal am besten kannst auf meinen Videos? Unbeteiligt sein. Guck mal hier. Der ist ganz süß. Zeig mal von vorne, dein Outfit ist schön. Guck mal hier, da ist auch. Da ist ein Penis. Da ist ein Penis. Ja. Also muss ja nicht sein. Nö, ja, ist ja auch anstrengend, ein harter Penis. Und ihr beide bumst? Bumst ihr beide? Nein. Nein? Guten Tag. Guten Tag. Seid ihr schwul? Nee, niemals. Weil die Late Night Show, die ich mache, ist die beste auf der ganzen. Ja, und du bist doch die schönste auf der ganzen Welt. Die ist die beste. Eben. Danke. Ja, mal zu sein. Guck mal, einer von der Bundeswehr ist auch hier. Guck mal hier. Oh, der ist ja sogar. Guck das mal mit Malen nach Keith Zahlen. Herring. Nein, das ist Malen nach Zahlen. Kannst du ja ausmalen. Mit Lippenstift. Edding. Keith Herring, oder? Ja. Toll. Das ist aber sehr außergewöhnlich. Tschüss. Süß. Hi, RuPaul. Hi. RuPaul? Was? Ich nicht. Oh. Der ist aber recht behaart. Ja, ich hab aber du hast einen tollen Hintern. Sehr prall. Meine Güte. Sag mal, du warst doch beim Friseur. Was? Nee. Hast du selber gemacht? Ja, Salonqualität. Salonqualität. Zeig mal von hinten nochmal diese. Ah, das hat Salonqualität. Guck dir das da. Das sind Beachwaves. Was kostet diese ganze Montur? 890 Euro, 1300 Euro. Ja, zumindest die Action Card. Na sag mal, so Pi mal Daumen. 2000 Euro. 2000 Euro? Fährst du mit dem Auto und tanzt? Das? Nein. Oh. Da wird ein Foto gemacht von mir, aber guck doch mal. Das ist auch sehr haarig. Sehr haarig. Ein sehr haariges Poloch. Also wird einer ausgepeitscht, da geh mal hin. Naja. Guck mal hier. Und das machen Schwule, wenn die sauer aufeinander sind. Ist so. Du hast sehr weiße Zähne. Mach mal nochmal. Aua. Meine Oma hat ja immer gesagt, jeder nach seiner Fasson. Und wenn die sich halt also wehtun wollen, dann sollen sie sich wehtun. Dafür sind wir ja auch alle frei in dieser wunderbaren Stadt und in diesem wunderbaren Land. Nee, dann guck mal, da ist so ein hipper, hirnloser Junggesellinnenabschied da. Oh, das ist ja Horror. Weinhaus, das war toll. So, Weinhaus, pass auf. Oh, guck mal hier, Schwule. Hi. Weinhaus, sag mal, warst du beim Friseur? Nee, das habe ich selber gemacht, aber weißt du was? Das hat Salonqualität. Jetzt noch mal ganz kurz auf die Spielhammer. Weinhaus? Das heißt, mal weitergehen. Weinhaus? Das ist ein Abdomen-Kuh. Das kann ich so. Du hast noch nie so dumm geguckt wie gerade eben. Wie eine Kuh. Jetzt folgt die Abmoderation, weil wir haben keine Lust mehr. Wir haben jetzt gerade eine Currywurst gegessen, sitzen gerade vom Getränke Rossmann an der Kleiststraße, glaube ich. Ja. Das.
Und wir gehen jetzt gleich nach Hause, weil es geht nämlich daher noch weiter ins Schwutz. Da ist nämlich Party Popkicker bei Puresica Jaka. Puresica Jaka. Das ist die populärste Spulenparty der deutschen Bundeshauptstadt. Da kommen immer 1500 Spule und feiern Transvestiten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Folgt mir auf Facebook, Instagram, YouTuber und Grindr. Und Grindr, genau. Und Google Plus. Und natürlich auf Tinder und Singles mit Niveau. Ah, du meinst Parship, nee. Singles mit Niveau ist Parship. Elite-Partner. Elite-Partner. Folgt mir auf Elite-Partner, ihr süßen Mäuse. Mir auch, weil ich bin nämlich auch ein Elite-Partner. Shalom. Shabbat Shalom. Du sag mal, Weinhaus? Ja. Sag mal, warst du beim Friseur? Nee, das habe ich selber gemacht, aber weißt du, was das hat? Salonqualität. Das sehe ich gerade. Darf ich es mal kurz von hinten sehen? Das hat ja richtig Salonqualität. Weise. Sehr schönes Bier. Weihnachts, du trägst doch schon wieder Reizwäsche. Ja, sehr gut. Sharing is caring.